Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deckschmiede. Wer die Deckbeschreibung nicht hören will, unten erster Link in der Videobeschreibung ist der Skip-Button für nur die Spieler. Ein Deck bzw. eine Fraktion hat uns noch gefehlt, Nilfgaard. Die Season ist aber auch schon wieder bald vorbei, also ist alles ziemlich hektisch. Und wir stellen ein, ich sag mal, Nilfgaard-Alchemie-Deck vor in zwei Varianten. Die erste Variante, die obere, haben wir im Stream gespielt. Die zweite Variante ist eine, die ich jetzt letztlich erstmal ein bisschen ausprobiert habe, die mir aber eigentlich besser gefällt als die Stream-Variante. Was ihr spielen wollt, könnt ihr euch ganz gerne aussuchen. Alchemie Nilfgaard ist momentan eigentlich auch so der am weit verbreitetsten Nilfgaard-Decktyp. Ob es der beste ist, ist schwer zu sagen. Spione wurden natürlich mit dem Patch jetzt ein bisschen genervt und Reveal war meiner Meinung nach immer okay, aber auch schwer zu sagen. Gegen gewisse Decks okay, aber ansonsten hatte ich doch immer mehr leichteres Spiel gegen Reveal-Decks als gegen alles andere. Das Deck ist ein bisschen random abhängig, also es kann hier eine Menge schief gehen, wenn man ein paar Kleinigkeiten nicht beachtet, aber allgemein oder wenn man ein paar tote Karten zieht, aber allgemein ist es dennoch ein sehr starkes Deck, trotz dieser RNG-Effekte. Der Leader ist Junkel Vade, die einzige Option, die wir haben. Die obersten drei Karten des Decks angucken, eine davon ausspielen, ist sogar ziemlich nützlich. Denn, wie gesagt, wir haben Karten im Deck, die wollen wir eigentlich nicht ohne gewisse andere Karten ausspielen. Von daher ist es halt sehr wichtig, dass wir schon gucken, was wir spielen können. Steffen hilft da auch nochmal ein bisschen weiter. Er legt uns eine oberste Karte oder legt uns eine Karte ganz oben aufs Deck. Die können wir uns aussuchen. Wenn es ein Monster ist, wird es nochmal um 5 verbessert. Also so ein kleiner netter Boost. Und somit kriegen wir auf jeden Fall eine Karte raus oder ziehen eine Karte, die wir haben wollen. Ohne dass wir jetzt, naja, großartig was dafür einbüßen müssen. Vesemir Mentor spielt eine Alchemiekarte aus dem Deck. Wir haben sehr viele Alchemiekarten. Wir spielen in den Decks immer 10 Alchemiekarten, beide Versionen. Der Grund kommt dafür noch später, aber Vesemir Mentor ist dafür halt natürlich die beste Wahl, weil er uns die Alchemiekarte, die wir dann brauchen, genau zum richtigen Zeitpunkt. K hier ist einfach nochmal da, um John wieder zu beleben. Ziemlich starke Kombo, man kann John auch hochbuffen mit einer Allraunwurzel, dann ist er nochmal 11 Stärke, aber das würde ich halt wirklich nur gegen Decks tun, wo man die Allraunwurzel nicht wirklich braucht. Dann in der Stream-Variante haben wir noch die Kräuterprobe gespielt, die einen Hexer auf 25 Stärke hochbufft, also Wesemir oder unsere Wiedmann-Hexer. Ansonsten fügt die Karte einer Einheit 10 Schaden zu, wenn sie es überlebt, wird sie trotzdem auf 25 verbessert und ja, eigentlich will man die Kräuterprobe nur auf Hexer ausspielen. Man könnte mit der Kräuterprobe auch eine gegnerische Karte entfernen, allerdings eine Goldkarte, die 10 Schaden verursacht, ist relativ schwach, sage ich mal. Die Kräuterprobe ist auch in der neueren Version rausgeflogen. Die Ziele waren einfach danach viel zu brandanfällig und ja, es gab bessere Optionen. Spion zum Kartenziehen. Dann in der alten Version spielen wir noch Isaiah. Isaiah hat ein paar kleine nette Tricks auf Lager. Man kann Spione, sie sind nicht mehr verdammt, in das Deck des Gegners mischen. Also wenn wir jetzt dem Gegner unsere Cantarella gegeben haben und nächste Runde spielen wir eine Isaiah, dann liegt die Cantarella von uns in seinem Deck. Wenn er jetzt zum Beispiel noch eine Karte hat wie Dijkstra oder sogar Azuras Doppelcross, das die stärkste Karte aus dem Deck gezogen wird, zieht er unseren Spion, gibt ihn uns zurück, zieht allerdings keine Karte mehr durch den anderen Effekt, dass sie nur noch einmalig nutzbar sind. Das ist halt so eine kleine, ich sag mal, Assi-Kombo, aber da nicht jedes Deck spielt halt Dijkstra und nicht jedes Deck spielt also das Doppelspiel und vielleicht ist es dann auch schon rausgeflogen. Von daher haben wir Isaiah in der neueren Version auch rausgenommen. Plötze kommt einfach nochmal aus dem Deck, wenn man eine Goldkarte spielt. Ansonsten könnte man Plötze auch mit der Allraunwurzel hochbuffen, wenn man John Clavate nicht hochbuffen will. Man könnte Plötze auch mit der Sire zurück ins Deck tun. In der neuen Variante ist er allerdings auch rausgeflogen. Die neuen Karten erkläre ich ganz am Ende nochmal. Es sind nur 3 Stück. Dann die Allraunwurzel, die aktuell ziemlich praktisch ist. Entweder man stärkt eine eigene Einheit um 6 Punkte, also vorzugsweise John Clavate oder Plötze, wenn man die nochmal ausspielt, durch K hier oder durch Isaiah. Oder aber man setzt eine Einheit zurück und es gibt sehr viele Decks aktuell, die dieses Zurücksetzen sehr kritisch trifft, ne? Zum Beispiel Radovid-Rüstung, Mulligans Goyatel, wenn sie wirklich eine hohe Karte abwerfen, werden von diesem Zurücksetzen sehr hart getroffen. Wenn man jetzt aber gegen irgendwie Hänselt Maschinen spielt, dann ist so ein Zurücksetzen nicht wirklich praktisch, dann würde ich fast eher sagen, bufft man sich lieber einen John Clavate hoch. Es sei denn, man will irgendwie, ja, sich die Allraunwurzel aufheben und
den Spion, den der Gegner einem gibt, aus dem Brandbereich rausziehen, dass er sich selber Karten wegbrennt, ist schwer machbar. Aber wäre auch eine Option, aber eine sehr schlechte. Vergesst, was ich gesagt habe. Verdorbenes Ale fügt in jeder Reihe einer Einheit 6 Schaden zu. Das heißt, wenn der Gegner nur 2 von 3 Reihen bespielt hat, macht die Karte maximal 12 Schaden. Wenn alle Karten in einer Reihe liegen, macht sie maximal 6 Schaden. Man muss halt wirklich aufpassen, aber in den meisten Fällen wird der Gegner auf 3 verschiedene Reihen spielen. Selbst wenn man eine Reihe mit einer Karte trifft, die nur 3 Stärke hat, ist es trotzdem immer noch 15 Stärke. Und das ist eine sehr gute Karte, die man auch gerne ohne Vesemir ausspielen will. Vesemir ist eher für die Alronenwurzel gedacht oder für den Runenstein. Er schafft eine Nilfgaard-Silberkarte. Kann sehr schlecht sein, kann aber auch sehr gut sein. Es ist leider dieser RNG-Effekt. Der Runenstein wird aber trotzdem gespielt, einfach weil er eine Alchemiekarte ist. Die Alchemiekarten brauchen wir für die Vipernhexer. Das Problem ist halt, die Vipernhexer machen für jede Alchemiekarte, die im Startdeck war, also es ist egal, ob man sie schon ausgespielt hat oder nicht, einen Schaden. Wir spielen mit 10 Alchemiekarten, von daher hat jedes Deck 10 Alchemiekarten, also Kräuterprobe, Raumwurzel, verdorbenes Ale, Runenstein und die 6 Bronze, damit er 10 Schaden macht. Die Vipernhexer sind dieses Kontrollelement, was man in diesem Deck hat. Man will wirklich damit die Schlüsselkarten vom Gegner fertig machen. Und es gibt aktuell Decks, die spielen Schlüsselkarten aus, die sofort mit 10 Stärke kommen. Und die will man natürlich auch weghaben. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine gewisse Karte durch Shani wiederbelebt wird, mit 2 Rüstungen wiederkommt. Von daher spielen wir 10 Alchemiekarten. Für manche Decks ist es Overkill, für andere Decks ist es allerdings wieder notwendig. Da muss man selber gucken. Man kann natürlich auch Alchemiekarten rauswerfen. Weil ich sage es ganz ehrlich, viele Alchemiekarten, die man spielt, sind nicht so stark. Sie machen aber den Vipernhexern dafür stärker. Viele haben auch immer gesagt, der Vipernhexer ist eine sehr OP-Karte, weil er einfach 10 Schaden macht mit einem 5er Stärkekörper. Das Problem ist halt, man muss sich wirklich sein Deck mit Alchemiekarten aufbauen und hier ist dieser Nachteil, denn viele Alchemiekarten sind vielleicht nicht immer wirklich gut, ne? Aber ansonsten ist das unsere Hauptkarte, wenn es darum geht, irgendwas vom Gegner zu entfernen. Reveal Nilfgaard zum Beispiel die Mongolen-Maschinen oder Hänsel, seine Ziele, die er aus dem Deck rauen will und so weiter und so fort. Es gibt da wirklich eine Menge Ziele, für die der Vipernhexer einfach nur Gold wert ist. Und deshalb spielen wir ihn eigentlich auch schon 6-mal in dem Deck, denn eine Alchemiekarte ist gleichzeitig die Salbe, die eine Bronzeeinheit mit 5 Stärke wieder auferstehen lassen kann. Im Regelfall will man einen Vipernhexer wieder auferstehen, dass man ihn nochmal nutzen kann. Ganz selten kommt es vielleicht mal vor, dass eine andere Karte besser wäre, einfach rein wegen den Punkten technisch, weil der Vipernhexer nur einen Körper von 4 Stärke oder so treffen würde. Dann holt man lieber einen Sklaventreiber, aber bei der Salbe muss man wirklich aufpassen. Es ist eine bronzene Alchemiekarte. Die andere bronzene Alchemiekarte ist das Mahakama Ale, das im Prinzip die meisten Punkte aufs Feld bringt. Mahakama Ale verteilt sich auf 12 Punkte, also 4 Punkte in jeder Reihe und trifft immer eine Karte in einer Reihe. Wenn man jetzt nur 2 Reihen bespielt hat, trifft man nur 2 Karten, dann sind es nur 8 Stärke. Von daher ist es bei diesem Deck wirklich wichtig, dass man jede Reihe eine Karte zu liegen hat, sonst kommt das Mahakama Ale überhaupt nicht zum Tragen. Die Reihen bespielen wir mit den Sklaventreibern. Es gab mal eine Anfrage, ob es nicht vielleicht eine andere Karte oder eine andere Option für die Sklaventreiber gibt. Sklaventreiber sind aber in der Regel die besten Optionen. Was sie machen, sind einfach 2 Karten ausspielen, eine Karte aus dem gegnerischen Deck. Und hier ist halt auch wieder so ein kleiner RNG-Moment. Wenn man wirklich eine schlechte Karte trifft vom Gegner, hat man halt wirklich eine Crap-Karte gezogen. Also wenn man gegen nördliche Königreiche spielt, kann es durchaus mal passieren, dass man nur 3 oder 4 Stärke-Karte bekommt mit dem Sklaventreiber. Dann ist der Sklaventreiber halt sehr schlecht. Das ist halt dieser Nachteil. Aber im Normalfall kriegt man vom Gegner eine wirklich gute Auswahl und kann sich mit die stärkste Karte da rausnehmen und auf die Reihen verteilen, damit man das Mahakama Ale besonders benutzen kann. Denn das Mahakama Ale will man mit dem Vikovaro Novizen spielen. Oh Gott, was für ein Name. Ich sage immer nur Novize. Der Novize zeigt uns eine von 2 Alchemiekarten, bronzenen Alchemiekarten im Deck, lässt uns eine davon ausspielen. Jetzt haben wir das Problem. Salbe ist eine und Mahakama Ale ist eine. Es kann durchaus mal passieren, dass man 2 Salben angezeigt bekommt, wenn man viele Salben im Deck hat. Früher war das nicht so schlimm, weil früher hat die Salbe auch noch einen Heileffekt gehabt. Der ist jetzt allerdings mit dem Patch weggenommen worden und die Salbe kann jetzt nur noch wiederbeleben. Von daher haben wir es ganz gerne, dass wir in der Starthand mindestens eine oder 2 Salben haben, dass die Chance, also wenn man 2 Salben auf der Hand hat, ist die Chance nie da, dass man eine Salbe mit einem Novizen rauskriegt. Wenn man nur eine Salbe auf der Hand hat, ist die Chance
am Ende doch da, dass man vielleicht zwei Salben angezeigt bekommen hat. Wenn man eine Salbe spielen muss und man hat keine Karte auf dem Friedhof, dann ist das wirklich sehr bitter. Von daher könnte man auch noch Wilgefortz spielen, um vielleicht einen eigenen Sklaventreiber von sich wegzubrennen. Aber das Problem am Wilgefortz ist auch immer, man sieht nicht, welche Karte man zieht. Wenn man dann sowas wie ein Mahakamael oder eine Salbe zieht, hat man wirklich, ins Klo gegriffen. Denn das sind die Karten, Salbe jetzt nicht, aber das Mahakamael will man wirklich mit dem Novizen aus dem Deck holen. Also das ganze Deck hat so ein paar kleine Schwächen, sage ich mal, dadurch, dass man den Viper-Hexern optimal nutzen kann. Es ist trotzdem ziemlich lustig. Die Karten, die wir ausgewechselt haben in dem Nicht-Stream-Deck. Erstmal die Kräuterprobe haben wir durch den guten Rainfahren ersetzt, einfach weil wir Cantarella immer ziehen können, wenn wir sie dann brauchen. Manchmal hatten wir wirklich, dass wir Cantarella nicht auf der Hand hatten, was wirklich doch schon sehr ärgerlich war. Und mit Rainfahren kann man wirklich Cantarella immer dann ziehen, wenn man sie wirklich braucht. Wenn man mit Steffen Skelling Rainfahren nach ganz oben liegt, dann ist der Spion sogar nur 3 Stärke Karte für den Gegner. Eine weitere Karte, die wir ersetzt haben, das habe ich aber schon gesagt, ist Asaya. Für Asaya kann man fast sogar sagen, haben wir das schwarze Blut reingenommen. Die Kräuterprobe ist natürlich rausgefallen und das schwarze Blut ersetzt sozusagen die Alchemie-Karten-Slot. Das heißt, dass wir immer noch 10 Alchemie-Karten haben. Das schwarze Blut hat einen ganz großen Bonus und zwar kann es Nekrophagen erschaffen oder ein Vampir oder aber zerstören. Das ist der andere Effekt. Aber wir wollen in der Regel einen erschaffen, denn es gibt 2 Nekrophagen. Das ist der Ghoul und Ozzel, der Al-Ghul hieß er früher, die Karten auf dem Friedhof fressen können. Dadurch, dass die Spione jetzt auf dem Friedhof liegen bleiben, können wir natürlich mit dem schwarzen Blut versuchen, so eine Karte zu kriegen und den 13er Spion auf dem Friedhof zu fressen. Dann kriegen wir nochmal eine 17 oder 18 Stärke Karte aufs Feld. Ist im Prinzip eine andere Nutzung von den Spionen und dafür haben wir Asaya rausgenommen und auch, weil wir den 10. Alchemie-Slot brauchten. Für Plötze haben wir reingenommen Joachim de Wet. Einfach, um noch einen 2. Spion im Deck zu haben. Wenn man nämlich einen Spion gespielt hat, also wenn man Cantarella schon gespielt hat und man zieht trotzdem noch Rainfahren, hatte man das Problem, dass Rainfahren einfach eine tote Karte ist. 5er Stärke Goldkarte, die man vielleicht nicht ablegen konnte. Mit dem Deck kann es wirklich sehr schnell mal passieren, dass man vielleicht eine sehr schlechte Hand zieht, wenn man zum Beispiel irgendwie 2, 3 Mahakamael auf der Hand hat. Die will man nämlich wirklich nicht aus der Hand spielen. Von daher haben wir gesagt, okay, Joachim de Wet für Plötze rein. So hat man immer noch wenigstens ein 2. Ziel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man Rainfahren zieht, nachdem man beide Spione rausgehauen hat. Ja, das sind die Änderungen. Ihr könnt so ein bisschen rumprobieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt beide Varianten versuchen. Sie sind beide eigentlich in der Regel sehr stark. Nur wir hatten jetzt wirklich mit dem zweiten Deck, ein bisschen mehr Erfolg. Ne? Das war's mit der Deckschmiede. Noch 2 Folgen für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit, ich weiß nicht was. Müssen wir uns mal angucken. Season ist ja leider schon bald vorbei. Schneller als gedacht, aber dann kommt die Arena. Bis dahin, haut rein und ciao. Nothing like a dwarf to get you to a taste spot. Mal gucken, ob die Zwerge das Deck richten können. I shall not repeat Emir's mistakes. Mit der Hand ja. Alter. Jetzt ist aber... Jetzt ist vorbei. Oh, guck mal, das ist Jack. Jack! Kommt aber die auf den Schoß? Jack kommt nicht hoch. Na, Jack? Na? Mein Kätzchen? Der Kater ist immer noch unheimlich. Wieso? Weil er so komisch guckt. Jack oder Koven? Jack. Okay, wir müssen anfangen. Okay, das ist ein Mulligan-Zwergendeck. Jack wollte nur seine 5 Sekunden Beachtung. Komm mal hinter dir, ist Koro jetzt. Das ist schon wieder hinter dem Greenscreen. Oh. Dahinter ist so kratzt jetzt. Naja. Also er wird auf jeden Fall die mit Barclay, also mit Ruba, Barclay, Kleaver-Kombo spielen. Die Sache ist nur, wir haben nichts großartig, wofür es sich lohnt, die auszuspielen. Weil, ja, wir haben einfach keine Karte, die sich zu töten lohnt. Abend! Opuk! Das ist sogar ganz gut für uns. Jetzt können wir ihn rauslocken. Wow. Was hast du denn gemacht? Ich hab die Stuhl locker gemacht. Das ist unmöglich. Whee!
Wir ziehen natürlich wieder doppelt Mahakamael. Was sollte es auch sonst sein, weil diese Karten wieder nur oben raufgelegt wurden? Jetzt. Nee, warte, das ist zu steif. Okay. Mhm. To work! Oh, bringt uns nichts. Ja, die bringt uns doch was. Gnädigen Wort! Der Rahmen, das ist so eine Sache. Water. Wir möchten nicht mal reden. Boys. Wir haben uns, glaube ich, bei den 30 Siegen verzählt. Entweder das oder es wurde irgendwas nicht gewertet. Ja. Wobei, wir haben eigentlich eine Strichliste geführt. Vielleicht war die Strichliste falsch, weil wir keine Mathe können. Nach jedem Sieg. Aber wir haben den Rahmen bis jetzt noch nicht. Wir haben den Titel aber. Sie hat zu lange gelaufen. Jack ist da. Hallo, Jack. Jack kommt wieder. Ich glaube, sie haben Hunger. So langsam ist Essenszeit und da jemand da ist, wird demjenigen auf den Sack gegangen. Das kenne ich auch. Mein Kater leckt mir in meinem Bart rum. Ugh. Was denn? Das ist immer so lustig, weißt du, du merkst es halt auch so. Er leckt dich dann, dann hängt er an den Haaren fest und so. Ist bei Kobo auch immer so, der hat ja so längeres Fell, ne? Gelände beim Wort! Ja, dann bleibt er nicht rein. Habe deswegen ein paar Spiele mehr gewonnen, nur zur Sicherheit. Ja, wir haben auch ein paar mehr Spiele ich gemacht. Ich habe noch heute eins extra gemacht, aber. Und wir haben gestern ja noch ein bisschen mit Skellige gespielt. Ja, aber. Haben wir gestern? Nee, gestern haben wir nicht mit Skelly. Wir haben die Freundschaftsspiele gemacht gegen Kleiner, aber die zählen nicht. Die Ach ja, stimmt. Ich hätte schon Bock auf Sieg oder auf Mana. Ich würde eigentlich ganz gerne seine Ausschalten bei den Elf. Ich will jetzt auch nicht anfangen zu buffen, bis er nicht seine Kiva-Kombo da raus hat. Weil die Cleaver-Kombo ist das, was uns noch die höchsten Karten bringt. Aber wegmacht. Ist der Rahmen denn schon raus? Ja, Riot! Wir haben schon welche gesehen mit dem Rahmen. Und den Titel haben wir auch schon. Okay, er hat ein Spion gespielt. Das ist jetzt eigentlich perfekt für die Allround-Wurzel mit seiner 13 Stärke. Und tschüss. Wir hätten Zügel auf Mana auch streamen können, aber wir streamen schon so viel. Ja. Außerdem, wie willst du das machen? Du weißt, wie es mit Nioh ist. Und Circle of Mana ist, glaube ich, kein kleineres Spiel als Nioh. Doch. Echt? Es geht relativ schnell. Also, wenn ich spiele. Gut, du kennst es ja aber auch, glaube ich, noch nicht. Ich kenn's ja, ja, deswegen. Warum bist du der langsamste aller Schnecken, Opuk? Warum bist du eine Schnecke? Enough is fast. Fedrai, Enlai! Schnecken schreiben. We follow Letho's lead. Ich lasse ihm keine Hilfe am Leben, das kann er vergessen. Die Lampe gibt Wärme ab. Das ist komisch. Wieso? Ich weiß es nicht, wenn die Lampe Wärme abgibt. Hey, was war das, was da für eine Glühbirne drin ist? Ja. Junge, die kann. Aber die sind echt voll grell, diese Lampen. Okay, jetzt hat er davon zwei gespielt, da wäre ich nicht bei dir. Onward, Sons of Nilfgaard! Riesenstein. Falsche Ciri könnte interessant werden. Soweit ich weiß, kann er nichts wegmachen. Bow before was wollen wir rightful Empress. Ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Grant? Nein. Wir könnten theoretisch Overwatch oder Northgard. Na, wollten wir nicht Fortnite spielen? Ja, wobei, ich weiß nicht, ich habe nicht so Lust auf Fortnite, ne? Ich bin nicht so der Player-Unknowns-Spieler. Dann wirst du's. Wir können ja auch Overwatch und Fortnite spielen, ne? Das können wir auch machen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Weil mir Philipp mal eine Karte erklären soll für Schnecken. Welche Karten denn? Jetzt kommt's. Counter. Let's hurry. Das Dumme ist jetzt nur, ich habe uns gerade selber gekontert, weil das verdorbene Ale jetzt auf jeden Fall unsere Ciri trifft. Aber das müssen wir ja nicht spielen. Na. Das Ale? Nee, das musst du noch nicht spielen. Da muss noch mal spellbox. Um ihn rauszulocken, bestimmt. Ja, also er wird jetzt bestimmt gleich seine Cleaver-Kombo spielen, aber selbst die macht nur noch 8 Schaden. Wenn er eine Karte aus seiner Hand spielen muss, dann macht sie halt sogar noch weniger.
Eine Monsterkarte von dem Namen habe ich natürlich mal wieder vergessen. Ach Gott. Das wird schwierig. Ja, das ist schon mal, wenn man Karten erklären soll, man kennt den Namen der Karte nicht. Also da... Wir haben auf jeden Fall noch eine Salbe, aber wir haben auch noch eine... Hakamael. We've hevered enough! So jetzt geht's zu work! Ja. Aber wir haben trotzdem noch Fexi. Leseratte lecker. Steht irgendwie ein. Sieht irgendwie. Moderhaus? Nicht Mo- war das dieses. Ist es eine. Also weiß wenigstens die Farbe der Karte. Silber, Gold, irgendwas. Meinst du, wenn ich jetzt gleich passe, kriege ich ihn dazu, dass er Siri nicht beachtet und auch passt? Glaube ich nicht. Bronzekarte. Gibt's ja nur ein paar. Beast sieht aber nicht aus wie Ghoul. Beast ist auch keine, also Beast hat keinen besonderen Effekt. Sieht aus wie ein Ghoul, aber so eh, ist schwer zu sagen. Kannst mal nach Kartenarte gucken, aber. Moment, wenn ich jetzt passe, würde es nicht reichen, ne? Nee. Wobei, sie würde sich nächste Runde auf 12 hochbachen. Aber dann hätte er noch trotzdem einen Punkt mehr, hätte er. Here's our chance. Ich würde ihn eigentlich auch ganz gerne noch weiter runterziehen. Jack ist gerade auf die Couch gesprungen. Was ist eigentlich das Hündchen? Weiß nicht, vielleicht hat sie... Aber vielleicht liegt sie bei uns im Bett. Vielleicht hat sie auch schon ins Bett gemacht. Ich schau grad mal bei DB vorbei. Moment, Dragon Ball? Oh, das ist jetzt echt doof. Dashboard? Hä? Drohnenbomber? Wieso hat er sich zwei Karten weggebrannt? Also er hat unsere Ciri mit weggebrannt, aber noch was. Aber jetzt kann ich halt auch beruhigt das hier benutzen. Er hat leider eine Karte mehr als eine Karte auf der Hand, ne? Also wenn wir K hier nicht ziehen, haben wir ein Problem. Morgen wieder arbeiten. Das ist meine. Tja, jetzt nicht mehr. Ich hä? Nein, ich will ihn nicht. Der schmeckt mir nicht. Der schmeckt mir nicht. Blood and Neckens. Semillion Watt. Okay. Okay. Du musst auf jeden Fall anfangen. Jetzt wird's interessant. Komm schon, wir brauchen K hier. K hier oder los. Die Deutsche Bahn. Gwent DB. Das ist auf jeden Fall so eine langsame Karte. Nein, Sklavenmeister will ich nicht. Ah, Novize holt uns noch eine Salbe aus dem Deck. Ah, ist nicht die schlechteste Karte, die wir haben. Irgendwie, dass wir hier aber mehr Platz haben. Das ist auf der Greenscreen. Aber den kann man ja beim nächsten Mal schöner hinstellen. A five, me apart! That was not in the spellbooks. Und da kommt der erste Vipernhexer. Here's our chance. Mal gucken, ob er irgendwas hochbuffen kann, wenn wir so ein ganz Fels zerschießen. Aber er hat eine Karte mehr. Und wenn er einen Elias hat, hat er sowieso schon gewonnen. Why have you summoned me? Ah, Ida lohnt sich keinen wiederzubeleben. Bei Ida, da würde ich sogar einen Sklavenmeister wiederbeleben. Ein Sklavenmeister wäre gut. Back in line! Einen halbirdischen Jäger. What? Watch and learn. Er hat eine tote Karte auf der Hand. Jetzt kommt's drauf an. Der würde uns eigentlich nur 10 Punkte bringen, ne? Der Novize würde, glaube ich, mehr bringen, oder? Nee. Nicht der Novize, der Sklaventreiber könnte mehr Punkte bringen, deutlich mehr. Obedience for the last! Ja, natürlich. You should not have come here. Verbessere 2, genau. Ja, der bringt die meisten. Oh my. Also, wenn er jetzt einen Elias hat, hat er gewonnen. Gehe ich davon aus. Der müsste über 20 Stärke haben. I was hoping you'd say that. Okay. Ach, ich liebe ihn. Er ist einfach ein sehr diva-mäßiger Charakter. Ja, aber hat immer jeder gesagt, wie schön er ist. I shall not repeat Emir's mistakes.
8 Stärkekarte namens Wattfind. Das ist Moderhaut. Sag ich doch. Wie ein Ghoul, Moderhaut. Ja. Na, was verstehst du am Moderhaut nicht? Was hast du abgelegt? Wurch? Wurch. Die Alraunwurzel. Perfekt. Und jetzt noch. Ich überlege, Asaya würde ich fast ablegen, weil die bringt uns gegen Maschinen so gut wie gar nicht. Derzeit sowieso nicht in der ersten Runde. Naja. Fang. Warte. Ich überlege gerade. Ich glaube, das Beste wäre es eigentlich fast mit Steffen anzufangen. Würdest du echt mit Steffen anfangen? Ich würde echt mit Steffen anfangen, weil die Sache ist, er spielt Maschinen. So. Die Wahrscheinlichkeit, eine Maschine aus dem Deck zu holen, ist sehr hoch. What do you und so need können wir uns auf jeden Fall Wesemir oben aufs Deck legen. Also. Habe keinen Schaden mit ihr gemacht. Die macht nur Schaden, wenn sie stirbt. Du musst sie töten irgendwie. Trouble approaches. Vipernexa, der muss sofort weg. Der ist eine Bedrohung. Ach, ist egal, wo ich den ganz spiele, unten. Ne? Naja, wegen dem Here's our chance. Also die macht nur Schaden, wenn du sie durch eine Salutations. Andere Karte wegmachst. Ja, nochmal. Here's our chance. Nimm dir. Komm, noch ein. Aber lohnt sich eigentlich gar nicht, den zweiten noch, den dritten noch zu spielen. Runstein? Und in der Hoffnung, dass ich einen Wandermark kriegst. Ja, perfekt. Wunderbar. Tja, auf den Jungen, auf den uns verlassen. Your words mean nothing now. Also kann ich sie auch selber fressen? Ja, muss halt wirklich nicht. Du musst sie sogar selber kaputt machen. Also der Gegner wird sie nicht für dich kaputt machen. Du musst sie selber kaputt machen. Die holt das nur raus, ne? Okay, ja, ich überlege, ob es da noch. Spiel mal einen Sklaventreiber. Weil er spielt anscheinend keine Maschinenhändler. Das heißt, hol den Siegner. Definitiv. Salutations. Wenn auch theoretisch ein Speer noch einen Sklaventreiber machen können. Hi. I'm on it. Jan? Ich könnte gucken. Ja, macht Jan. Onward, Sons of Nilfgaard! Stimmt, wir haben uns Wesemir raufgelegt. Ja, Wesemir, nimm Wesemir. Die anderen sind gut. Ja, und dann würde ich sogar würde das verdorbene Ale nehmen. Du machst zwar auf zwei Karten weniger Schaden und der eine hat Rüstung, aber den mit der Rüstung triffst du am nächsten Zeit gut. Du machst ihn die sofort weg. Ich hätte überall im Rand gespielt, naja. Das alleine auszutrinken? Wir wollten uns das teilen. Ich bin 50 cm größer als du. Ich brauche mehr Wasser. Maha kann man jetzt zurück. Premium. Die ist gut, die musst du spielen. Ach. Wer hätte das gedacht, dass man die. Dass man die Card-Advantage-Spione in der Runde spielt, wo sie am meisten nützen. So, soll ich wieder übernehmen? I shan't disappoint my king. Okay. Ich habe ja jetzt schon für dich gute Vorarbeit geleistet. Ja. Also wenn ich die Runde jetzt nicht hole, dann bin ich ein dreckiger Cup-Noob. Oder du hast irgendwas falsch gemacht. Ich verarsche, ich habe voll gut gespielt. Ich kann gar nichts anderes gemacht haben, du hast mir alles gesagt. Ja, stimmt doch gar nicht. Fast alles. Ich überlege nur, ob er großartig hochbuffen kann. Willst du mich verarschen? Ich habe auch selbst gespielt. Ja, du hast nur die Vipernhexer gesagt, dass ich spielen soll. Ja, ja, nein. Du sagst behinderte Sachen. Amen. Den will ich weg haben. We follow Letho's lead. Wann er kommen soll, wurde ja noch nicht angekündigt. Also wir wissen es selbst noch nicht. Und was wir davon halten, wir finden den Bus jetzt eigentlich ganz geil. Ja. Also er bringt auf jeden Fall mal ein bisschen Vielfalt rein. Wenn nur immer Ranked spielen, so. Wir haben keine anderen Möglichkeiten, wenn wir Gwent streamen, irgendwas zu spielen, außer Ranked. Und das ist halt... ist halt sehr geradlinig. Ja, und du musst dich halt auch die ganze Zeit immer konzentrieren. Und die Meta ist halt auch immer sehr, sehr gleich. I shall do as you come. Auf jeden Fall haben wir noch eine Goldcard. Wir haben noch unseren K hier. Dann mischen wir unseren Boach zurück. Und wir mischen ihm unsere Kentabelle rein. Nee, wann der kommen soll, das haben sie auch noch gar nicht gesagt. Also. Gucken.
Also wenn der Spielmodus kommt, wenn der Spielmodus fertig ist. Aber ich denke, sie werden ihn jetzt auch ein bisschen gründlich auf Fehler überprüfen. Man of Kedwin! Sonst werden sie wieder richtig gelüncht. Eine Medienschlammschlacht. Ist jetzt nicht toll, dass er das alles gerufen hat. I am no Nilfgaardian. Wir haben noch unseren Leader mit Wolf. I shall not repeat Emir's mistakes. Karo, wir haben noch zwei Marker. How did that die Frage, ob ich go? Eher, ich würde glaube ich eher noch einen Vipernhexer wiederbeleben. Ist aber genau das, worüber alle meckern, nämlich MG. Nein. RNG. RNG, Mann. RNG, ja, das aber das ist, dieser Spielmodus ist halt von RNG ausgelegt. Und ne? Den Spielmodus gibt's halt überall. Also ich kann halt verstehen, dass die Leute halt über dieses RNG meckern, aber es gehört zu diesem Spielmodus halt dazu. Genau. Oh oh, er hat unsere Canterella gezogen, 13 Punkte umsonst. Und und noch Taler, jawoll. Er hat uns erstmal einen dicken 40 Punkte, nee, 30, nee. Doch, 40. 30. Ach, 30. Ja, 30 Punkte Dijkstrada hat uns erstmal rübergeschoben. So. Ja, also diesen Spielmodus gibt es halt auch in anderen Karten spielen und man muss den Spielmodus ja auch nicht spielen. Back in line! You one of us or not? Noch eine Chance. Ist halt einfach so. Ich würde ganz gerne hier die hinlegen, dass wenn er einen Brand hat, uns kommt hier reinliegen, ja. Nein, haben wir schon verhindert. Ja. Das wollte mich auch mein Bedenken. Er hat uns erstmal zwei 13er Spielungen gegeben, aber selbst Vince Redmer könnte jetzt noch gefährlich werden. Ah, siehste? Ne, siehste? Aber da haben wir dagegen gesorgt. So, jetzt die Frage. Wir könnten halt noch einen Sklavenmeister wiederbeleben. Oder wir holen einen Mahakamael noch aus dem Deck mit dem letzten Medic. Ne? Ist die Frage, was wir lieber haben wollen. Mahakamael. Vielleicht kriegen wir auch gar nicht die Chance auf eine Salbe. What has that witch done? Okay, jetzt haben wir da einen negativen Ritter-Effekt. Das ist jetzt nicht so toll, aber können wir nicht verhindern. Das ist gestorben, die Sklaventreiber. Ich würde vielleicht sogar ganz gerne eher eine Salbe haben. Now, how did that incantation go? Mal klar. 41 Punkte. Vince Feldmeier würde nicht mehr triggern. Und wir können noch einen Hexer auf 25 Stärke hochbauen. Das sind dann so Momente, coming, wenn man sich einen Kambi wünscht als Gegner. Ja, bei Dijkstra ist halt immer die Gefahr, ne? Viele spielen auch Dijkstra gar nicht, weil Dijkstra halt so... Also ich habe mir wirklich Dijkstra momentan abgewöhnt, genau wegen diesen Sachen. Wegen diesen Sachen, genau. Ja, weil er einfach, ihn halt er kann einfach mehr. So einen richtig schlechten Dwarf haben. Aber wir haben ihm auch die Karte zurück ins Deck gemischt, ne? Das ist halt so die Sache. Also, aber, boah, 30 Punkte Dijkstra. Für uns. Er hat eine Karte bekommen. Es war ein Träumchen. Sehr gutes Spiel. Hab ich doch schon.